Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Tech News. Mein Name ist Konstantin vom Kanal Venix. Komm. Und ich bin Patrick vom Kanal TechLove. Zusammen zeigen wir euch dann ab heute wöchentlich, immer montags abwechselnd auf Patricks und meinem Kanal die Tech News der vergangenen Woche. Da sind Neuigkeiten rund um das Thema Technik dabei, die das Technik-Nerdherz hoffentlich höher schlagen lassen. Präsentiert wird euch das Ganze vom King der Smartphone Cases Rhino Shield und Audiogigant Teufel. Also wie gesagt, wöchentlich wechselt das Ganze. Den Anfang gibt es heute hier auf dem Kanal Venix. Tja, und nächste Woche auf meinem Kanal TechLove. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Von Haushaltswaren über Bücher bis hin zu Spielzeug, das findet ihr alles im neuen Amazon 4-Star Shop in den USA. Mit diesem Shop will Amazon noch mehr Kunden gewinnen. Wie genau haben sie das vor? Dort werden nur Bestseller ausgestellt. Aber nicht nur Bestseller von Amazon, nein, Bestseller von der Region New York City, die sich dort am meisten verkaufen. Dadurch erhofft sich Amazon natürlich einen sehr guten Gewinn, denn diese Artikel werden dort in dieser Region gut verkauft. Und das Krasse ist, wie ich finde, oder auch als Besonderheit auf jeden Fall, Amazon Prime-Mitglieder kaufen dort günstiger ein als nicht Amazon Prime-Mitglieder. Dadurch will Amazon natürlich noch mehr Kunden gewinnen, noch mehr Kunden in ihre große Blase, in ihr großes System aufnehmen. Ob ihnen das Ganze gelingen wird, bin ich auf jeden Fall gespannt und ich bin auch gespannt, ob die ersten Shops von Amazon auch bei uns in Europa oder in Deutschland sogar bald aufmachen werden. Wäre auf jeden Fall interessant. Was meint ihr dazu? Das Google Pixel 3. Tja, eigentlich zu keinem Smartphone bisher gab es so viel im Vorfeld zu sehen wie bei diesem Smartphone. Fotos, Videos, ja sogar Reviews konnten wir uns schon angucken und seit neuestem könnt ihr euch jetzt sogar schon den Google Launcher fürs Pixel 3 runterladen. Ja, eigentlich gibt's nichts mehr, was Google uns da noch groß am 9. erzählen könnte. Obwohl, es gibt ja auch Gerüchte, dass das Ganze von Google inszeniert sei. Google soll die Bilder selber geleakt haben, beziehungsweise konkurrieren, so die neuesten Theorien, zwei Designteams bei Google umeinander, wer im nächsten Jahr das Google Ultra, also komplett rahmenlos quasi, das rahmenlose Pixel, designen darf. Wer das bessere Design hat, beziehungsweise das, worauf die Verbraucher am Ende besser reagieren durch diese Leaks im Vorfeld, ja, die dürfen also im nächsten Jahr angeblich das neue Pixel Ultra designen. Was da dran ist, man weiß es nicht so genau. Aber nicht nur das Pixel 3 soll am 9. Oktober auf dem Google-Event vorgestellt werden, nein, man erwartet gegebenenfalls sogar eine Pixel Watch, also eine Google Smartwatch, und auch ein Gerät, das quasi mit dem Echo Show konkurrieren soll, der Google Home Hub. Und auch eine Ladestation fürs Pixel soll rauskommen. Das Ganze nennt sich dann Pixel Stand, ist nicht unbedingt zu vergleichen mit AirPower, eher wie die Wireless-Ladestation von Samsung, auf die man das Gerät dann draufstellen kann und auch so das Display auf dem Nachttisch zum Beispiel noch erkennen kann. Weiter geht es mit Facebook oder besser gesagt Oculus. Oculus hat ja erst kürzlich die Oculus Go auf den Markt gebracht. Die Oculus Rift ist ja schon einige Zeit zu haben. Ich habe mir die Oculus Go selbst besorgt und bin auch wirklich begeistert von dem Teil. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist einfach, dass man kein Handtracking so wirklich hat wie bei der Rift, sodass man doch sehr eingeschränkt dieses VR-Erlebnis nur hat. Es ist cool, aber es ist einfach nicht das gleiche wie bei der Rift. Mit der Oculus Quest, welche jetzt dann bald rauskommt und zwar Frühjahr 2019, wird dann für $400 zu haben sein, bringt Oculus das erste komplett autarke VR-Headset raus mit Handerkennung. Zum Release des VR-Headsets garantiert Oculus 50 spielbare Titel, unter anderem auch ein Star-Wars-Game dabei. Vader Immortal nennt sich das Ganze und sind wir mal ehrlich, alle Star-Wars-Fans da draußen, wer wollte nicht schon immer mal ein Lichtschwert in Action sehen? Und Oculus verspricht außerdem, dass die Leistung wirklich fast wie bei der Rift ist und das ist doch sehr, sehr krass. Hier kam noch der Snapdragon 821, also bei der Oculus Go zum Einsatz, bei der Oculus Quest wird es dann der Snapdragon 835 sein. Die Pixeldichte des Displays liegt immer noch bei 1600x1440 und mit der bin ich auch echt zufrieden. Bin ich auf jeden Fall gespannt auf dieses Gerät. iPhone-Nutzer kennen das. Ihr sucht in iOS oder Safari halt irgendetwas und prompt werden euch Online-Resultate ausgespuckt. Doch über wen läuft diese Suche eigentlich? Klar, über Google. Doch diese Voreinstellung, die Apple da vornimmt, dass ihr direkt mit Google sucht, tja, die ist natürlich nicht aus Nettigkeit schon vorinstalliert oder davor eingestellt und auch nicht, weil Apple vielleicht die Farben des Google-Logos so schön gefallen. Nein, das lassen die sich kräftig bezahlen. Vielleicht erinnern sich noch einige unter euch, in den ersten iPhone-Modellen, da war YouTube oder Google Maps schon vorinstalliert. Ja, mittlerweile ist davon nur noch die Google-Suche übrig und dafür bekommt Apple laut aktuellen Meldungen rund 9 Milliarden US-Dollar im Jahr.
Vor einigen Jahren waren das noch 3 Milliarden Dollar. Ganz genau weiß man es aus dem Jahr 2014. Da waren es, das konnte man aus Gerichtsakten rauslesen, 1 Milliarde. Im Vergleich zu dem, was Apple da heute kassiert, schon fast ein Schnäppchen. Spencer R., so nennt er sich zumindest auf Flickr, ihm war klar, nachdem er Drohnenaufnahmen des Apple Parks 2014-15 gesehen hatte, er muss diesen Park nachbauen. Wie baut er das Ganze nach? Aus Lego. Über 85.000 Einzelteile. Juni 2016 hat er damit begonnen, jetzt ist September 2018 die Fertigstellung. Ja, Wahnsinn. Über 2 Jahre, 85.000 Einzelteile, 1647 verbaute Bäume und die Detailgetreue ist wirklich der Wahnsinn. Also lasst es einfach mal auf euch wirken. Über 3 Quadratmeter groß ist die ganze Fläche. Sein größtes Projekt, was er je gebaut hat. Ich will gar nicht wissen, was das Ganze an Zeit und vor allem auch an Geld gekostet hat. Puh. Aber trotzdem natürlich absolut bemerkenswert, nicht schlecht. Die Fotokina, in der Branche eigentlich die Messe für Foto und Video und vor allem auch für Fotogeräte. Denn Smartphone-Kameras werden immer mehr und immer häufiger genutzt und vor allem sie werden auch immer besser und rücken der Fotokina als Messe, die nun mal eigentlich Fotogeräte vorstellt, gefährlich nahe. Man muss also umdenken. Nicht nur, dass es in diesem Jahr beispielsweise immer mehr Vertreter dort gab von Instagram oder auch YouTube-Kanäle, die sich vor allem mit Fotografie beschäftigen. Nein, auch am generellen Konzept wurde geschraubt. Die Fotokina findet jetzt nicht mehr alle 2 Jahre statt wie bisher, sondern jährlich, das nächste Mal dann im Mai 2019, diesmal also das letzte Mal im September und aus 7 Hallen wurden 5. Also insgesamt hat sich das Ganze verkleinert, dafür gibt es die Fotokina jetzt eben öfter. Rund 180.000 Besucher soll es dieses Jahr auf der Fotokina gegeben haben. Das ist ein bisschen weniger als im letzten Jahr, wo es knapp über 190.000 waren. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es dieses Mal an weniger Tagen stattgefunden hat. Insgesamt kann man also von einem Erfolg sprechen. Das Konzept, das neue, geht also auf. Und ich muss auch sagen, ich war ja selbst auch dort. Ich fand, es gab einige Neuerungen und interessantere Produkte dort auch zu sehen. Und naja, auch die Fotografie selbst an sich wird mal wieder ein bisschen in Erinnerung gerufen. Denn es geht nicht immer nur ums Filmen oder ums kurze Schnappschüsse schießen, sondern tatsächlich auch um richtig gute Fotografie. Teufel ist ja mittlerweile seit Jahrzehnten bekannt für seine extrem starke Online-Präsenz. Das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Allerdings haben sie sich trotzdem gedacht, wir erweitern das Ganze mal. Und so eröffnen sie erst vor 2 Monaten in Essen und jetzt am 4.10. in Wien in Österreich einen weiteren Store. Ich selbst werde bei der Eröffnung leider nicht da sein können, aber lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Denn bei einer Store-Eröffnung, wie es auch üblich ist bei anderen Unternehmen, wird es natürlich krasse Sonderangebote geben, solange der Vorrat reicht. Außerdem gibt es einen 18 Quadratmeter großen Hörproberaum aus Glas und ich finde es doch gerade bei einem Audiohersteller extrem wichtig, natürlich auch ja, im Real Life präsent zu sein, dass die Leute wirklich mal testen können, wie sich das Produkt eigentlich anhört, bevor sie es kaufen. Deswegen, wie gesagt, 10.04. öffnet der nächste Teufelstore in Wien. Wer über einen Amazon Echo telefonieren möchte, der kann das auch quasi heute schon, wenn nämlich beide Gesprächspartner quasi die Alexa-App schon vorinstalliert haben. Tja, aber über Festnetz geht das Ganze hier in Deutschland noch nicht, in den USA allerdings schon. Mit dem Echo Connect könnt ihr quasi dieses Gerät mit eurem Festnetzanschluss verbinden und so über den Echo dann auch Festnetzgespräche abwickeln. In Deutschland sollte das Ganze auch ursprünglich schon Anfang des Jahres an den Start gehen, aber das hat sich immer wieder verschoben und bis jetzt ist da auch noch nichts passiert. Aber dass der Echo Connect jetzt auch in der Alexa-App auftaucht, gibt wieder neue Hoffnung. Man kann das Ganze zwar noch nicht anwählen, da passiert dann recht wenig, aber dass das Ganze jetzt überhaupt in der App auftaucht, gibt uns die Hoffnung, dass wir demnächst in Deutschland eventuell was dazu sehen können. Das war's mit der ersten Folge der Tech News. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare. An der Stelle natürlich auch nochmal ein riesiges Dankeschön an RhinoShield und Teufel, die uns bei dem ganzen Projekt hier unterstützen. Wir sehen uns spätestens nächsten Montag auf Patricks Kanal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.